An dem Konzept arbeite ich seit 7 Jahren. Für mich ist es erschreckend, innerhalb dieser ganzen Zeit, wie sich die politische Lage und wie sich die Lage für uns Juden in Deutschland verändert hat. Ich persönlich kann einige Geschichten erzählen und habe einige Situationen erlebt, die noch vor ein paar Jahren für mich nicht vorstellbar gewesen wären. Also es war so, als hätte die Realität mein Konzept und mein Thema der Ausstellung eingeholt. Also als ich anfing daran zu arbeiten, gab es noch keine AfD. Es gab noch nicht die Flüchtlingskrise nicht. So viele Themen, die mit Identität zu tun haben, mit Veränderungsprozessen, die gefährlich sind, haben sich in dieser Zeit entwickelt. Und das ist dieser Überraschungsmoment gewesen. Der andere Zeitpunkt war, dass am Anfang gab es die Idee und mich, also wir waren zu zweit. Und die Überraschung für mich war, wie viele unglaubliche Begegnungen ich hatte, die dieses Projekt ermöglicht haben und die mich unterstützt haben und die mir gezeigt haben, dass es ein unheimlich wichtiges Thema ist und dass das gezeigt werden muss, obwohl es sicherlich auch kontroverse Diskussionen auslösen wird möglicherweise.